Hallo ihr Lieben. Heute ist der 8. September 2022 und ich habe mir gedacht, ich werde hier diese Besteckumschläge mal anfangen zu sticken. Ich hatte jetzt eine Google-Übersetzung, das heißt hier Umschlag für Besteck und ich würde es aber als Besteck Taschen nehmen, sagen. Weiß ich nicht, wie man das nennen kann. Und ja, ich hatte jetzt hier so weit rausgesucht. Das ist ja hier drin. Das habe ich ja direkt von Verena gekauft, als der Krieg begann. Und ich hatte ja, das hatte ich ja im Unboxing gezeigt, kam ja auch zum Glück noch an. Und ja, dadurch, dass es jetzt, ja, die Herbstzeit losgeht. Und ich mir dachte, ich muss 4 von diesen Umschlägen machen. Da würde ich einfach sagen, ich fange da schon mal an. Hier sind ja, also das kam ja extra, man musste die Perlen separat dazu kaufen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch möglich ist, bei Verena einzukaufen, das weiß ich nicht. Aber wenn, dann war diese Vorlage. Und dann war so eine Rubrik und da war gleich angeklickt die Perlen und dadurch habe ich die gleich mit dazu. Macht ja Sinn, ne? Also die sind nicht dabei, wenn man das dort kauft. Das hat 14 Farben und ich habe bei der lieben Nadja, ihr kennt ja mein Perlenbuch, was ich benutze, jetzt bei meinem Baum des Lebens, habe ich mir zusätzlich das hier gekauft. Und zwar sieht das aus wie eine Tafel Schokolade. Und davon habe ich noch eins in Dunkel. Also ich habe dieses Hell für weiße Schokolade und dann dieses Dunkle für Zartbitter Schokolade. Zartbitter mag ich zwar nicht so, aber als Perlenablage oder Sortiersystem ist das hier eine tolle Idee. Darum habe ich gedacht, ich brauche auch mal welche, die ein bisschen, also für diese Projekte, wo man jetzt weniger reinmachen kann. Ich habe ja immer diese kleinen Bienenwaben und ich habe hier 14 Farben und da habe ich mir gedacht, hole ich. Das ist hier bei meinem, seht ihr überhaupt was? Ich nehme das mal raus nochmal. Hier so eine Einkerbung. Ich habe ja so ein Holzrundes mit meinem Sternzeichen, wo ich von der Kirsche von Tokareva die drinne hatte. Ja, wartet mal, ich muss das jetzt hier. Kriege ich das jetzt hier auf, bitte? Die ganze Zeit habe ich super aufgekriegt. Okay, jetzt. So, und da habe ich die alle hier drin, die ich brauche. Also ich finde das echt süß, oder? Ja, alles sowas. So, und dann habe ich gedacht, probierst es mal. Schwierigkeiten hatte ich und ich sag mal, es ist eine komische Idee, was man hier macht. Das ist ja dieser Umschlag, der ist halt geschlossen von allen Seiten. Den kriegt man natürlich nicht auf. Man könnte den auftrennen, besticken und wieder zunähen, aber das geht auch schlecht, weil das ist hier richtig, ja, doll verarbeitet. Dann habe ich, ihr habt schon gesehen, ich habe hier schon mal angefangen. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann fängst du an, indem du das hier so reinsteckst, ne, die Nadel. Und dann hier. So, aber ich kam nicht bis hierher, weil ja, meine Finger sind größer als, ne? Also ich kann zwar die Hand so reinmachen, aber mit der Nadel ging das halt nicht. Je, habe ich gedacht, naja, das werde ich doch wohl dieses Jahr gar nicht schaffen. Dann kam ich auf die Idee, also ich hatte das alles nach links gekrempelt mal, das ging auch nicht, weil ich dachte, vielleicht ist hier unten irgendwas. Aber das ist alles zu. Und dann kam ich auf die Idee, dass ich das einfach hier so biege, dass ich das kleiner habe. Seht ihr das? Dass ich das kleiner habe.
Und dann habe ich so lange probiert, bis ich mit der Hand reinkam. Und jetzt ist es so, ich bin hier mit der Hand drin, ja, und da kommt mir diese Nähtechnik zugute, weil ich den einen Arbeitsgang mache, dass ich die Nadel immer draußen habe, ja, dass ich dann immer draußen hier arbeiten kann und auf zurück zu dann halt anders, dass die Perlen dann natürlich auch immer in eine Reihe liegen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, für Anfänger finde ich das sehr schwierig so, weil man überlegen muss, wirklich, wie legt man die Perle hin? Es ist zwar abgebildet, aber trotz alledem, wer Perlen stickt, weiß, man stickt ja halt immer meistens in eine Richtung. Und ja, aber ich habe mir das so zusammengefummelt. Und dann würde ich einfach sagen, wir sticken gemeinsam. Ich muss ja hier nicht zählen oder sonst was. Mal gucken, ist das jetzt klar? Ja, dann fixiere ich das so. Und dann sticken wir. Ich habe hier meine Legende zwar hier neben mir liegen, hier, aber es ist ja auch farblich abgebildet, von daher geht das super. Ihr wisst ja, wer mich verfolgt hatte voriges Jahr im Winter, da habe ich ja meine Servietten, Halter gemacht. Und ich hatte, wie gesagt, bei Verena gesehen, dass es von demselben Motiv dann halt diese Umschläge für das Besteck ist. Und dann habe ich gedacht, na, das ist doch eine tolle Idee. Du nimmst einfach diese auch noch halt und hast dann so ein Ensemble halt, ne? Man kann das denn alles so auf den Tisch. Wir sind halt nur noch vier und da reicht das jetzt vollkommen aus. So. Und kommen mal andere dazu? Ja, da müsste ich denn mal Nadja fragen, ob die da noch irgendwelche Anbieter hat, die sowas anbieten oder vielleicht, dass sich irgendwann mal wieder alles normalisiert, was ich jetzt mal stark hoffe. Und ja, dann können wir dann, kann ich denn da eventuell noch mal etwas kaufen? Weil ich finde das halt sehr entspannt, dass man so die Vorlage auch bei Perlensticken hat manchmal. Ihr kennt ja auch meine anderen Bilder, die ich so habe, auf Vordruck von Perlen. Das ist dann auch mal so entspannt, mal eine andere Sache als zu zählen und sowas, ne? Also ich muss mich nochmal bei euch bedanken oder ich habe mich, glaube ich, noch gar nicht bedankt, weil ich danach kein Perlenvideo gemacht habe. Ich hatte ja euch meine Challenge 100 Tage Chatelaine präsentiert und ich habe natürlich gehofft, dass ihr das Video kommentiert, aber eure Kommentare gingen ja an die Decke. Ach, also das ist das beste Video von meinen ganzen Videos, die ich gemacht habe, glaube ich. Ist das noch orange? Ja. Und ich bin so, so stolz auf mich, auf alle Fälle, aber ich freue mich auch so, dass ihr das so gut angenommen habt. Ah, da freue ich mich echt. So, jetzt ist natürlich das Problem, ich müsste ja oben auch. Mal gucken, vielleicht kriege ich das noch anders hin. Ich muss ja hier oben noch welche machen. Und ich will jetzt nicht hier extra, aber ich drehe das nachher mal. Mal sehen, ob es geht. Ich versuche es einfach mal. Ich mache es mal so.
Obwohl, ich kann ja erstmal so machen. Genau, ich mache es erstmal so und drehe es ja dann nachher eh. Oder ich mache es eh anders. Kriegen wir hin. Ja, und da bin ich so stolz. Und ich bin auch stolz, dass Sabrina da mir auch dazu gratuliert hat und geschrieben hat. Ja, also ich bin echt, echt glücklich, dass ihr das so gut angenommen habt. Ja, das wollte ich noch mal zu meinem Schätzelein sagen. So, jetzt habe ich ja das hier. Ist das jetzt das Dunkle, das Helle? Ach nein, das Helle wird das sein. Mal schauen. Das ist die 3. Genau, die kommt da unten. Dann ist das hier die 4. Ja, ich habe ja, wie gesagt, hier 4 Stück und da bin ich mal gespannt. Da kommt jetzt weiß. Ach, das sind die schönen weißen Perlen. So. Ja, heute ist schon wieder Donnerstag, also die Wochen, die rennen so lang hin. Ich war nun 3 Tage arbeiten. Heute habe ich Homeoffice gehabt und ich sage euch, das ist eine Wohltat, wenn man aufwacht und denkt, oh ja, du musst nicht eine Stunde eher aufstehen und du musst nicht Auto fahren. Das ist richtig schön gewesen. Ja, bei uns hat jetzt eine Kollegin aufgehört, die ist in einem Team bei uns, die sich mit ja, in der Schadenabteilung sich mit strittigen Fällen befassen und zweite Monierungen, also wenn jemand und Klage und sowas, ne, so die anderen. Also wir machen ja sonst die ganz normalen Einfachschäden und alles, was jetzt ein bisschen komplizierter ist, mussten wir das immer abgeben. Und seit einem, hoch, seht ihr überhaupt was? Und seit einem Jahr gibt es halt dieses Team bei uns und ja, da habe ich dann gedacht, das ist auch mit Mietwagen, so Mietwagen-Multi heißt das denn bei uns. Da können sie halt alle Fragen stellen bezüglich Mietwagen, weil da ändert sich ja ständig was. Und jetzt gerade in der Zeit auch müssen mehr Anmietungen, längere Anmietungen von Fahrzeugen. Von Fahrzeugen. Also ja, längere Anmietungen von den Mietwagen sein und so, weil man bekommt ja keine Fahrzeuge, nicht in allen Bereichen so. Und ja, jedenfalls war da die Stelle und zum 1.10. und da. Da habe ich gedacht, ach nee, das muss jetzt nicht sein. Die mich dann meine Chefin angeschrieben. Was rede ich denn? Entschuldigt, angesprochen. Da hat sie mich angesprochen, hat sie gesagt, Mensch, Corinna, möchtest du da nicht das machen? Du wolltest doch in das Team. Ich sage, ja, das ist richtig, aber ich weiß nicht so ganz genau. Und dann habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Ich bin seit 2016 da. Ich mache das halt alles schon und so die Steigerung, mal so ein bisschen so Sachen machen zu können, die andere Kollegen so nicht können, fand ich so gut und mal so das Ergebnis sehen oder entscheiden zu können, was denn nun ist und wie man das alles machen kann. Und ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, bewirb dich. Na, dann, die kennen zwar alle, aber man musste halt eine Bewerbung
abgeben, also so ein Bewerbungs, nur die Bewerbung, ne? Kein Lebenslauf und sowas, haben sie ja alles von uns. Und ja, bis einen Tag vor, also eigentlich am Tag der Abgabefrist, war ich die Einzige, weil Mietwagen ist wirklich für viele halt, ja, kompliziert oder wie auch immer. Und ja, und am letzten Tag hat sich dann noch eine beworben, als es dann hieß, dass ich, jetzt muss ich überlegen, wartet mal ganz kurz. Ich muss natürlich hier rein. Ich muss mal hier so drehen. Kann ich das so drehen? Ach, ist das schlimm. Ja, das ist so die Sache, wenn man hier nicht genau weiß. Ich glaube, das war hier und hier rein. Ne? Also ich sag mal, wer das erfunden hat, ehrlich. Da müsste man doch mal eine Öffnung lassen. Eine Öffnung lassen für die Hände oder sowas. Ich hoffe mal, ich habe das jetzt nicht zerstochen. Nee. Ja, und dann hieß es denn doch, also es muss doch ein Bewerbungsgespräch gemacht werden. Oh, habe ich gedacht, nee, Leute. Ja. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Warte mal, ich hatte doch das vorhin anders. Hatte ich das so? Ich glaube, das hatte ich so, ne? Ich habe die Stelle bekommen. Sagen wir es mal so, ganz unspektakulär. Ja, ich habe mich durchgesetzt und richtig mit so die Fragen, ne? So allgemeine Fragen, warum möchte ich und so weiter. Ich habe dann auch dank YouTube, habe ich mir mal so ein paar Sachen angeguckt, wo ich gedacht, weil ich bin ja nur echt schon raus aus Bewerbungen und so. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, das ist super. Das kannst du alles anwenden. Ja, und dann habe ich das so gemacht und es hat geklappt. Ja. Naja. Weil es war für mich auch mal noch eine Bestätigung, dass ich in dieser Firma auch noch mal weiterkommen kann. Und das freut mich. Ist natürlich eine große Aufgabe, die ich dann mit übernehme. Aber ich habe ja jetzt noch ein bisschen Einarbeitung und im Endeffekt ist es ja nur die Weiterführung meiner Tätigkeit, die ich mache. Aber es ist trotzdem interessant, mal so weitergehen zu dürfen. Ja, und so, das ist schon. Ja, wie ihr seht, mache ich jetzt eigentlich den Schritt hier, den ich auch mache bei meinem Tokareva, bloß dass ich es halt seitlich halte. Und darum sage ich, ich muss eigentlich ein Loch überspringen. Mal gucken, wo bin ich hier? Und dann ins nächste hier wechseln. Es gibt immer eine gute Seite, geht euch das auch so, und eine, die ein bisschen unhandlicher ist oder so. Ich kann es auch leider nicht drehen, weil wie gesagt, wenn ich es drehe, dann habe ich halte ja mit der Hände hier das Loch auf, dass ich nicht das hier hinten noch mit festnähe. Also da möchte ich noch mal sagen, dass das irgendwie eine komische Idee. Die Idee an sich ist natürlich super, aber ihr wisst ja, bei meinem Serviettenhaltern gab es Druckknöpfe und da hätte das so sein können, dass das hier eine Seite mit Druckknöpfe, dass man das aufmacht, stickt und dann wieder zuklipst. Aber man kann es natürlich auch so machen, dass man
hier nicht rein kann mit seinen Händen. Oder das ist halt nur für Leute, die ganz zarte Hände haben, die dann hier reinkommen. So, das ist dann das Dunkelbraun wieder. Und also ich habe ja 4 einzelne gekauft, das heißt, in jedem sind Perlen drin. Ich werde das ja dann sehen. Ich werde erstmal die Perlen aufbrauchen. Hier sind ja dennoch die Perlen drin. Seht ihr das hier? In dem Beutel habe ich noch alle drin. Und dann werde ich sehen, wie weit ich damit komme und dann erst das neue Päckchen aufmache. Da bin ich echt mal gespannt, ob ich dann fertig werde rechtzeitig hier. Mit dem Ganzen. Ich glaube, ich hatte mich hier vermacht, ne? Na, gucken wir mal. Ich musste natürlich auch schon auftrennen, weil ich zuerst die Richtung nicht so richtig hatte, aber das geht, weil wenn der Faden oben ist und man trennt auf, dann geht das super, aber nach Möglichkeit soll man natürlich nicht auftrennen. So, ich finde auch nachher, wenn man weiter oben ist, dann geht das natürlich auch einfacher mit dem Faden, aber jetzt so die hier unten, aha, das haben wir rausgerutscht. So. Weiß. Aber ich finde, wie gesagt, das Perlenbrett hier richtig schön. Gibt schon tolle Sachen. Es wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn ein deutscher Händler sowas mal machen würde, ne? Aber gut, da gibt es sicherlich dann nicht so den Markt für. Das ist es ja. Die Handarbeit ist ja jetzt Sticken und so ist ja nicht so ganz verbreitet. Wahrscheinlich, da ist Stricken und Häkeln besser. Da gibt es ja denn schon tolle Sachen, aber für das jetzt hier noch nicht. Darum, ich bin ganz froh, dass Nadja aus Österreich sowas hat. Und gerade so kleinere Projekte, die man hat, da sind halt diese 24 Farbenboxen wirklich gut. Sie hat ja das auf ihrer Internetseite gehabt. Hat einer von euch vielleicht sowas auch bei ihr gekauft? Könnte mir ja mal schreiben. Man braucht ja hier alles so ein Firlefanz, ne? Das schreiben mir ja auch liebe Abonnenten, dass sie das halt in so eine kleinen Eierbehälter oder von Pralinen ja so das Innenleben nehmen. Halt. Das ist natürlich auch toll und da spart man natürlich auch Geld, das ist richtig. Aber man hat ja so seinen Klaps, dass man hier alles so
so edel haben möchte, ne? Weil man ja dann noch ewig sticken möchte. Also heißt das auch immer Neues beschaffen? Obwohl, ich habe ja, was Perlensticken betrifft, auch sehr viel. Und da, ach so, wartet mal. Ich muss dann hier oben reinstecken. Ich bin ja dann jetzt hier in der nächsten Reihe. Zwar das eine noch. So. Ach halt, nee. Doch nicht. Ich muss doch hier runter. Obwohl, ich kann ja das hier oben erstmal machen. Und mache dann das hier unten. Genau. Ja, also ich muss wirklich sagen, ich bin echt froh, dass ich verschiedene verschiedene oder längere Zeit schon Perlensticken mache. Denn wenn ich jetzt hier Anfänger wäre, das wäre echt schwierig, finde ich. So, seht ihr, und hier stimmt irgendwas nicht. Und das ist halt schön, man kann es halt einfach rausnehmen. Mal kurz. So. Oh, jetzt ist der Faden. Mal sehen, geht das noch? Ja. Na, ist noch? Ja, ist noch. Er wollte sich nämlich gerade teilen, aber das geht noch. So, jetzt guck mal. Also das war ja, ich muss das ja hier oben hin machen. So, bis dahin. Und dann muss ich hier oben. Oder ich mache das hier. Ja doch. War das hier? So, also das stimmt. Sieht doch schon schön aus. So, jetzt hier dieses. Ich muss bestimmt gleich einen längeren Faden nehmen. Aber ich habe gedacht, ich sticke mit euch mal hier eine Weile dran. Gucken. Muss bloß mal wieder den richtigen Anfang finden. Ich glaube, das war so. Ich glaube, das war so, ne? Ja. Nee, das ist auch nicht das. Ich muss, glaube ich, hier. Dann mache ich mal hier. Ich meine, zum Glück sieht man ja den Faden nicht. Dann so. Und jetzt kann ich weitermachen. Ich bin mal gespannt, wie das ist. Ich werde dann wahrscheinlich gleich den Faden. Abmachen müssen. Ich meine, das Vernähen werde ich, glaube ich, gut hinbekommen. Ich könnte ja das vielleicht auch mal drehen. Ne? Habt ihr das schon gerufen? Ja, bitte dreh doch mal. Ich weiß gar nicht, seht ihr das überhaupt klar? Irgendwie sieht das hier so ein bisschen komisch aus. Aber ich möchte zumindest mit euch noch den Faden vernähen, ob das hier so funktioniert, wie ich mir das denke. Und dann.
entlasse ich euch in den Feierabend. Aber ihr habt ja schon Feierabend, ne? So, ich sag mal, das wird es erstmal hier gewesen sein. So. Ich ziehe das erstmal raus. So, und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, ich nehme das mal noch ein bisschen raus. Oder mache das mal noch ein bisschen so. Aha, es ist schon rausgegangen. Gut. Das mache ich mal weg, sonst könnt ihr noch zusehen, wie das hier durch die Gegend rollt. So, dann nehme ich noch mal. Faden. So, und dann mache ich jetzt hier so, und dann mache ich eine kleine Schlaufe. Ja, natürlich. Eigentlich stecke ich es noch mal dazwischen, darum nehme ich das mal auf. Wo ist jetzt hier mein Magnet? Ja. Und dann filme ich das noch mal rein. Und dann mache ich das hier noch mal einmal durch irgendwo und dann ich das fertig. Ne? So, Schere ist natürlich nicht da, wo ich sie brauche. So. So, seht ihr, so sieht das jetzt aus. Ich sag mal, wenn man nachher hier ist, geht das dann sicherlich auch besser. Aber hier vorne, da muss ich noch, ja, das nochmal machen. Wollen wir mal den Faden noch mit einziehen? Denn seht ihr das noch? Dann machen wir das noch. Ach, im Übrigen, ich habe ja im August kein Monatsupdate gemacht. Ja, ich war selbst überrascht, aber ich war so vertieft in meinem Sommer und in meinem Chatelaine, dass ich halt die anderen Projekte nicht gemacht habe. Und von daher, ja, gibt es ein September-Update. Ja, also ihr habt ja das 100-Tage-Video gesehen vom Chatelaine. Da habe ich ja ein informatives, längeres Video. Ist es ja nicht gewesen, aber informatives Video. Mal sehen, ob ich es so reinkriege. So, dann mache ich mit der Nadel hier rein. Nee, ich muss noch ein bisschen reingehen. Also wenn ihr eine bessere Lösung habt hier mal für mich, weil manchmal steht man ja vielleicht auf dem Schlauch und kann das nicht erkennen, dann
könnte mir das hier gerne schreiben. So, naja, aber es geht. Es geht voran. Jetzt mache ich mal noch. Das eine hier, dass das dann hier schon mal fest ist. Und dann stecke ich noch ein bisschen ohne euch. So, seht ihr? Ja, ich danke euch, dass ihr hier mit dabei wart. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr gern über einen Daumen hoch freuen. Ansonsten, ja, wünsche ich euch noch eine angenehme Woche. Macht's gut, eure Stickliesel.